Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Ausgabe der Anleihefilmchen des Teleschirms. Jetzt geht es darum, einen kleinen Hinweis in seine E-Mails einzubauen, dass man den PGP-Key benutzt und dass man verschlüsselte Nachrichten empfangen und versenden kann. Dazu stellt der Teleschirm unter teleschirm.info ein kleines Bündel an HTML-Seiten zur Verfügung. Die sind ganz leicht einzurichten, auch für den Laien. Und dieses Video soll das jetzt erklären, wie das Ganze funktioniert. Damit wir am Ende eine Seite haben, die so aussieht, wo wir dann hier auf verschiedene Funktionen kommen, unter anderem eine Kurzerklärung, was PGP überhaupt ist. Auch kann man sich hier den eigenen PGP-Key runterladen. Hier ist er mal beispielhaft. So viel muss man da gar nicht verändern an den Dateien. Dazu gehen wir als erstes auf teleschirm.info. Dort klicken wir hier oben auf Keysight Bundle, scrollen auf der Seite ein bisschen nach unten und haben dann hier Seitenbündel herunterladen oder hier mitten im Text den Bausatz. Da einfach draufklicken, das runterladen, das mache ich jetzt nicht, weil ich habe es schon getan. Deshalb liegt es jetzt bei mir auf dem Desktop schon fertig entpackt. Unter Mac OS X entpackt das System allein und unter Windows muss man es, glaube ich, noch einmal entpacken. Aber das soll nicht das große Problem sein. Den Ordner einfach öffnen und dann gehen wir Datei für Datei durch. Man muss in der ersten Datei About PGP nicht viel ändern. Einfach mit dem Rechtsklick auf Öffnen mitgehen. Dann unter Mac OS X ist es der Texteditor, beziehungsweise unter Windows ist es einfach der Windows Editor. Das können wir einfach als Programm angeben. Damit öffnen wir es und dann haben wir den Quelltext. Und im Quelltext muss man erstmal noch gar nicht so viel verändern. Hier einfach bloß den Namen eintragen, da wo Ihr Name steht. Einfach, da schreiben wir jetzt mal Max Mustermann rein. Wir machen jetzt eine PGP-Site für Max Mustermann. Und das war es auf der Seite auch schon. Wir gehen auf Bearbeiten oder Datei speichern. Und dann können wir das auch wieder schließen. In dem CSS-Ordner bitte nichts verändern. Ansonsten kann es große Probleme geben mit der Darstellung. Den einfach komplett ignorieren. Das Bild brauchen wir auch nicht verändern. Die nächste Seite, die wir anpassen können, ist die GetPGP. Da wieder Rechtsklick, den Texteditor öffnen und die Datei entsprechend hier anpassen. Oben gleich wieder die dritte Zeile. Und dort statt hier Namen eintragen, schreiben wir natürlich unseren Namen rein. Das ist Max Mustermann in dem Fall wieder. Und damit haben wir es eigentlich auch schon wieder geschafft. Wir speichern wieder, schließen und nun kommen wir zur Indexseite. Das ist die Startseite. Wieder Rechtsklick, Editor, Datei öffnen. Hier oben wieder bloß den Namen abändern und dann war es schon. Natürlich immer die spitzen Klammern mit entfernen, speichern. Schließen, fertig. Nun wollen wir die nächste Datei öffnen und das ist auch schon die letzte, die wir öffnen und verändern müssen. Die wird ein bisschen komplizierter. Darum jetzt kurz aufmerken. Wieder Rechtsklick, Texteditor, Datei öffnen und hier als erstes wieder den Namen eintragen. Können wir schon mal kurz zwischendurch speichern. Nun empfehle ich die Suchfunktion zu benutzen. Steuerung F müsste das unter Windows sein, unter Mac OS X ist es CMDF und dort einfach das Wort hier suchen, würde ich empfehlen. Das ist das Einfachste. Können wir hier nämlich als erstes die E-Mail-Adresse ändern. Das schreibe ich jetzt einfach mal in dem Fall post@teleschirm.info rein. Sollte die E-Mail-Adresse
nicht erwähnt werden sollen, kann man das einfach abändern, indem man den Satz hier einfach ein bisschen verändert und kann mit meiner E-Mail-Adresse und dabei einfach hier die Klammer entfernen, runtergeladen werden und fertig. So erscheint dann die E-Mail-Adresse eben nicht auf dem kleinen Hinweisseitchen. Nun öffnen wir den Schlüsselbund, den GPG-Schlüsselbund. Das ist unter Windows GPG for Win. Unter Mac OS X ist es eben der GPG-Schlüsselbund. Und nun einfach den eigenen Schlüssel markieren. Dann kopieren wir uns den Schlüssel hinaus, beziehungsweise exportieren ihn auch gleichzeitig noch. Das machen wir einfach in dem Fall jetzt auf den Schreibtisch. Ich mache es auf den Schreibtisch. Dann können wir das Programm auch schon wieder schließen. Daraus packen wir eine ZIP-Datei aus dem Schlüssel, also Rechtsklick und dann packen. Ganz wichtig, diese Dateien müssen jetzt umbenannt werden, nämlich in key.zip und key.asc. Die Dateien, so wie sie sind, einfach in den Ordner hinein kopieren, den wir vorhin runtergeladen haben. Und damit die vorhandenen Dateien key.asc und key.zip ersetzen. Also einfach überschreiben. Sonst wird nämlich der Teleschirm-Key gepostet auf der Seite. Jetzt haben wir ja den Schlüssel. Den eigenen öffentlichen Schlüssel haben wir aus dem Schlüsselbund in die Zwischenablage kopiert. Da gehen wir einfach zurück in die Datei key.htm, die eben in diesem Bündel mit drin ist, in dem Ordner, dem runtergeladenen. Da gibt es in dieser Datei einen Punkt, der heißt hier den Key einfügen. Das markieren wir einfach und gehen einfach mit Steuerung V einfügen. Jetzt speichern wir es mit Steuerung S ab. Und können das Fenster schließen. So einfach ist es. Jetzt haben wir im Prinzip die Seite schon vollkommen fertig gebaut. Ich kann es ja mal zeigen, wie das offline jetzt aussehen würde. So sieht es aus, offline, und so wird es später auch online aussehen. Hier steht der eigene Schlüssel. Hier steht die E-Mail-Adresse. Ganz wichtig, genau, ich sehe es gerade, das habe ich natürlich jetzt vollkommen vergessen. Da müssen wir nochmal in die Key-Datei rein, also Key-HTM, Text-Edit wieder öffnen und den Schlüsselbund müssen wir dazu nochmal öffnen. Dann wieder Rechtsklick, Informationen und da müssen wir nämlich die Schlüssel-ID nochmal kopieren, einfach Steuerung C. Jetzt können wir das Programm mal wirklich schließen und nun sieht man hier nämlich, hier Schlüssel-ID eintragen. Das haben wir nämlich komplett vergessen. Dazu suche ich jetzt einfach Schlüssel. So, da haben wir es hier Schlüssel-ID eintragen. Einfach diese Wortgruppe markieren und dort einfach den Schlüssel drüber kopieren mit Steuerung V. Dann die Datei natürlich abspeichern, Datei wieder schließen und dann haben wir hier eben auch den Schlüssel, mit dem dann jeder den Schlüssel vom Key-Server runterladen kann, so er denn auf dem Schlüsselserver hinterlegt ist. Hier kann man ganz schnell einfach die ZIP-Datei runterladen und hier den Schlüssel als ASCII-Datei. Genau. Dann kann man wieder zurückgehen. Hier ist eine kurze Erklärung, wie PGP überhaupt funktioniert und was es ist. Können wir wieder zurück. PGP einrichten und nutzen. Da ist ein kleiner Hinweis, wie das Ganze genutzt werden kann. Und hier ist der Link zur OpenPGP-Website, wo man sich die Software nochmal runterladen kann. Und nun geht es darum, das müssen wir auf den Server laden. Jeder, der schon mal eine Website gehostet hat, für den ist es kein Problem, das einfach mit FTP hochladen. Das heißt also, die Dateien einfach markieren
Und dann in dem Fall ist es bei mir FileZilla. Wer Dolphin oder andere Programme benutzt, gar kein Problem. Für die Leute, die das Programm nicht haben, man kann auf Web2, also Web2 FTP.de. Den Link werde ich einfach in die Beschreibung posten. Und dann kann sich den auch jeder abrufen. So, nun öffnet sich hier was heißt, öffnet sich? Nun arbeitet FileZilla das halt hoch und dann kann es später unter der Domain mustermann.teleschirm.info abgerufen werden. Und in der Zeit, wo das bei mir hochlädt, zeige ich euch, wie ich das meinte mit der E-Mail-Signatur. Jedes Mal, wenn ich eine E-Mail schreibe, fügt mein Mail-Programm automatisch eine Signatur dazu. Wie das genau mit den einzelnen Mail-Programmen funktioniert, möchte ich hier gar nicht erklären. Da sollte jeder vielleicht einfach in die Hilfeanweisung oder in die Foren für das entsprechende Programm schauen. Meistens ist es unter den Einstellungen. Hier kann ich jetzt einfach eine E-Mail schreiben. Hallo Welt, ich nutze PGP und schaut doch mal auf teleschirm.info. Und fertig. Und nun habe ich immer hier diese Signatur und immer steht diese Signatur darunter. Mein Schlüssel wird automatisch in die E-Mail unten eingefügt als ID und gleichzeitig verweise ich auf die Website. Meistens werden diese Texte hier dann eben automatisch als Link interpretiert. Und wenn ich nun eben auf mmustermann.teleschirm.info gehe, dann bekomme ich eben die Seite, die ich euch eben gezeigt habe. Da ist sie schon. Und wenn ihr das alles ganz toll findet und vielleicht kein Geld für einen eigenen Webspace ausgeben möchtet, alles gar kein Problem. Einfach eine kurze E-Mail, dann richten wir euch eine Subdomain auf dem Teleschirm ein. Einfach euer Vorname bzw. der erste Buchstabe eures Vornamens und euer Nachname .teleschirm.info oder wenn ihr einen anderen Benutzernamen haben wollt, dann sagt das gerne dazu. Dann wird es einfach hochgeladen und dann ist es für euch kostenlos und immer abrufbar. So viel dazu. Bei Fragen immer gerne E-Mails schreiben und ansonsten verabschiede ich mich mit der allbekannten Floskel, traut niemandem und seid immer wachsam, passt auf eure Daten auf.